Also um hier das mal zu zeigen, wir haben unsere Achsen hier mal ausgebaut. Die sind normalerweise hier dann am Rahmen befestigt, liegen auf dem Rahmen. Und unterhalb sind die Befestigungen für die Augen, für die Federstangen, die dann zu den Federtöpfen gehen. Jetzt sind die hier reingeschraubt und durch entsprechendes Rein- und Rausschrauben kann man dann hier also die Höhe der Ende dann einstellen. Das ist dann relativ kurz, das heißt, irgendwann mal ist hier Schluss, damit die Gewinde noch halten. Also so kurz ist ein bisschen gefährlich. Deswegen gibt es da auch welche, die dann einfach nur 1,5 cm länger sind. Das heißt, ich kann dann die Ente noch tiefer legen. Hier außerhalb sind dann noch die Stoßdämpfer befestigt. Je tiefer man jetzt die Ente legt, umso weiter gehen die dann auseinander. Das heißt dann irgendwann, und das ist dann bei uns der Fall, dass wenn man die Ente relativ tief legt, dass die Stoßdämpfer dann an ihrem Anschlag sind. Das heißt, hier muss man dann auch entsprechend längere Stoßdämpfer einbauen. An den Innenkotflügel sitzen noch zwei Puffer, die also dann an der unteren Kante, dann an dem Schwingarm anstoßen, falls die Ente sich zu tief neigen sollte. Ja, und irgendwann hat sich dann hier der Gummipuffer dann verabschiedet, weil es einfach zu oft angeschlagen ist bei der tiefen Lage, und dann hat es den eben abgeschlagen. Wobei das hier jetzt auch wirklich nur um Zentimeter geht hier. Also noch so 2-3 Zentimeter vom Boden.